Hallo Matthias Fürgesmodo hier. Ich bin auf dem Fujitsu Forum in München und hier zeigt Fujitsu ihr haptisches Display. Das erste Mal in Deutschland. Man sieht es hier jetzt schon. Ich habe hier ein bisschen was freigeruppelt mit Sand und es sieht alles so erstmal ganz normal aus. Auch das Display bietet normale Farben, relativ normale Blickwinkel. Das Besondere hier ist, wenn ich hier drüber fahre, ist alles weich und ich merke tatsächlich ein Feedback, wenn ich hier Bild betreffend verschiedene Bereiche berühre. Der Sand ist rau, wenn ich ihn wegmache und wie rau der ist. Das hier ist super weich. Ich merke die Stoppeln auf dem Bart. Das merkt man oder sieht man vielleicht noch besser, wenn ich hier mal die Harfe anklicke. Hier im Hintergrund ist alles super weich und kaum komme ich hier an die verschiedenen Seiten ran, merke ich sie richtig. Ich kann hier entlang fahren, merke, hier ist eine Seite. Und also ich kann mir unglaublich viele Anwendungsbeispiele dafür vorstellen, zum Beispiel im Automotive-Bereich, wenn ich sowas in der Mittelkonsole habe und weiterhin auf Verkehr achten muss und trotzdem zum Beispiel Lautstärke verstellen will. Das ist hier ein nettes Beispiel, da ruckelt es richtig entlang, also großartiges Teil, richtig schön gemacht. Wie macht Fujitsu das? Und zwar liegt hier eine Ultraschallschicht drüber, das heißt, das Ganze arbeitet mit ganz kleinen Vibrationen und die Vibrationen sind hier praktisch nicht vorhanden, deswegen ist das relativ glatt, so wie hier, es ist glatt, nichts vibriert. Wenn ich hier drüber gehe, vibriert es minimal und ich habe das Gefühl, mein Finger, als wäre es ein kleiner Widerstand. Also wenn ich meinen Finger vielleicht wegziehe, das beißt er nicht gleich. Und hinten dran, es vibriert an jeder der kleinen Noppen von diesem Elefant ein bisschen mehr. Also das ist wirklich ein ganz tolles Gefühl. Anderes Anwendungsbeispiel wäre zum Beispiel für eine DJ-Software, wie wir sie hier sehen, laut, leise, haptisches Feedback. Aber auch wenn ich hier tatsächlich zum Scratchen komme, fühlt es sich ganz weich an mit einem gleichen Anfangswiderstand. Wirklich großartig. Fujitsu selbst behauptet von sich, dass sie der Hersteller sind, die diese Technik am besten im Griff hätten. Das heißt also, dass sie in der Lage sind, die größten Displays mit der Technik zu verbauen. Ich selbst bin sehr gespannt und hoffe, dass wir das bald mal tatsächlich in einer kommerziellen Anwendung sehen. Und verbleibe bis dahin, euer Matthias Fürgesmodo. Yeah.